mit Fußball, mit Ambition, Fußball zu spielen, um deutscher Meister zu werden, wie die Dortmunder am Anfang der Saison angesagt haben, hat das überhaupt nichts zu tun. Liebe Wettfreunde, Borussia Dortmund verliert 2:1 beim VfB Stuttgart. Eigentlich kann das mal passieren, aber wenn ich die ganze Saison, 11. Spieltag, mal Revue passieren lasse, schwächelt Dortmund bereits in der Anfangsphase. Und Füllkrug hat es nach dem Spiel auf den Punkt gebracht. Uns fehlt bei einigen Bereichen an Qualität. Wie wir anlaufen, wann wir anlaufen, ob wir anlaufen. Und wenn ich dann das Spiel vom VfB Stuttgart sehe, gegen Borussia Dortmund, 2:1, hört sich knapp an, aber es war gefühlt ein Weltunterschied. Stuttgart hat ein Torschussverhältnis im Vergleich zu Borussia Dortmund, was unterirdisch oder überirdisch war. Man kann es gar nicht beschreiben. Kobel avancierte zum besten Mann auf dem Platz. Gut, er verursacht 2 Elfmeter, einen davon hat er gehalten. Den zweiten von Gyurassi, der wieder zurückgekommen ist, war ihm nichts mehr drum zu machen. Er wäre der große Held geworden, aber mit Fußball, mit Ambition, Fußball zu spielen, um deutscher Meister zu werden, wie die Dortmunder am Anfang der Saison angesagt haben oder vor der Saison angesagt haben, hat das überhaupt nichts zu tun. Die Dortmunder sind jetzt mittlerweile schon meilenweit von der Spitze entfernt. Die Stuttgarter behaupten sich im oberen Bereich. Sie haben natürlich keine Ambition, um deutscher Meister zu werden. Aber wenn es so weiterläuft, dann könnten sie als Abschiedskandidat des letzten Jahres möglicherweise um die internationalen Plätze weiterhin mitspielen. Ja, wo findet man die großen Torjäger? In ganz Europa. Immer nur bei Spitzenmannschaften. Immer dann, wenn Mannschaften imstande sind, in torgefährlichen Szenen aufzutauchen, dann kann der jeweilige Torjäger sich einbringen. Rekordhalter, wir fangen mal mit Gerd Müller an und hören dann letztendlich in der augenblicklichen Phase mit Harry Kane auf bei Bayern München. Keine große Frage. Harry Kane hat Veranlagungen, wie ich bei einem Stürmer in der Form noch nie gesehen habe, denn er gewinnt ja nicht nur Zweikämpfe, sondern was er geschickt macht, er entzieht sich auch Zweikämpfen. Er lässt sich fahren, spielt von der 10 aus weiter und hat einen Abschluss, ja, wie in der Bundesliga, ja, eigentlich seinesgleichen sucht. Aber es gibt einen, und das ist ja kurios in dieser Saison, im letzten Jahr haben 2 Mann die Krone des Torschützen auf sich vereinen können mit 16 Toren. Diese 16 Tore haben jetzt Harry Kane mit 17 sowieso schon, aber auch Gyurassi, der dann auch noch längere Zeit verletzt war, bereits mit 15 Toren dabei, also 2 Top-Torjäger in 2 komplett unterschiedlichen Mannschaften. Von daher glaube ich, dass es klein wenig relativiert. Gyurassi, ein Wahnsinnslauf, jetzt wieder gesund, kommt rein, macht sofort einen Elfmeter. Ein Torjäger par excellence, aber spielt, das ist kein Widerspruch, beim VfB Stuttgart. Und die Anzahl der Chancen wird natürlich beim VfB nicht so groß sein wie beim FC Bayern München. Ich gehe davon aus, dass der Zweikampf oben zwar weiterhin der Zweikampf zwischen Gyurassi und Kane bleiben wird, aber Kane sich am Ende aufgrund der Qualität der gesamten Mannschaft durchsetzen wird. Hut ab vor beiden, sie machen die Bundesliga wieder wesentlich farbreicher. Also ich bin mehr oder weniger geschockt aufgrund des Ergebnisses am letzten Wochenende oder am 11. Spieltag jetzt eben. Union Berlin verliert 4:0 bei Bayer Leverkusen. Also gut, wenn es einmal passiert, man kann in Leverkusen mit Sicherheit 4:0 verlieren, aber die Anhäufung der Niederlagen im Gesamtbereich ist einfach unglaublich und das Durchreichen bis zum letzten Tabellenplatz jetzt sind Signalwirkungen, also die eigentlich gar nicht eintreten. Man macht so weiter. Eigentlich positiv, toll, wie man zum Trainer steht, toll, wie die Mannschaft zum Trainer steht, aber eben unvorstellbar, dass Union so absackt. Und jetzt wird's langsam, aber sicher schon fast bodenlos. Aber bodenlos nur in Bezug auf Hoffnung oder Perspektive, denn der Punktabstand, um den rettenden Platz zu erreichen, der ist nicht großartig, denn einige andere Mannschaften schwächeln genauso. Nicht in der Form vielleicht, nicht so ganz extrem, weil andere Sachen erwartet wurden, aber genauso. Jetzt müsste mal ein Statement kommen. Entweder hört Urs Fischer selber auch, was ich nicht hoffe und was ich nicht glaube, oder der Verein sagt, egal was passiert, dann gehen wir mit Urs Fischer eben in die zweite Liga und versuchen dann, Klammer auf, Klammer zu, wie die Freiburger es gemacht haben, mit dem Trainer wieder zurückzukommen in die erste Liga. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, ich würde es mir wünschen, aber in erster Linie wünsche ich mir, dass Union aus dieser verdammten Krise endlich rauskommt. In der Champions League haben sie es ja geschafft, ein Punkt in Napoli war großartig. Ich habe gehofft, dass das Signalwirkung auf die Bundesliga haben wird. Das war ausgerechnet jetzt beim Spiel in Leverkusen nicht der Fall, aber die nächsten Spiele werden nicht unbedingt leichter. Alles Gute Union Berlin und alles Gute vor allen Dingen Urs Fischer. Die deutsche Nationalmannschaft am Wochenende in Berlin gegen die Türkei. Übrigens, liebe Deutschen, nicht überrascht sein, wenn es ein Auswärtsspiel wird.
Die Türken haben sehr, sehr viele Freunde, gerade in Berlin, und sie werden mit Sicherheit an Karten kommen. Wo steht die deutsche Nationalmannschaft? Ja, die große Frage. Nach dem Trainerwechsel hat man auf jeden Fall eine positive Tendenz erkannt. Erst mit Rudi Völler, das Spiel gegen Frankreich, es war eine tolle Angelegenheit, gutes Ergebnis. Man darf nicht vergessen, mit welcher Mannschaft man da aufgetreten ist, aber auch der Gegner. Dann eben die Spiele unter Nagelsmann, auch okay, kann man machen, obwohl der Zeitpunkt und beziehungsweise der Ort war für mich die reine Katastrophe, mitten in einer Saison 2 Spiele zu machen in der USA. Das geht eigentlich logistisch überhaupt nicht, aber gut, lassen wir mal so stehen. Wo sind wir angesiedelt im Augenblick? Ja, middle of nowhere, keiner weiß genau, was läuft. Ich glaube und ich hoffe, dass Julian Nagelsmann wirklich nach Leistungsprinzipien geht, dass wirklich die aktuell stärksten Spieler nominiert werden. Ich habe allerdings meine Bedenken in Bezug auf einen Spieler, den ich persönlich toll finde, Duxch, Marvin Duxch und Füllkrug zum Beispiel als Doppelspitze in der Nationalmannschaft. Das würde alles aussagen oder vieles aussagen. Dann würden wir irgendwo im europäischen Mittelmaß verschwinden. Ich glaube nicht, dass es auf Dauer so durchgehen wird. Ich hoffe, dass die Offensivkräfte, die wir zweifelsfrei haben, aufgrund einer guten Defensive gut unterstützt werden. Die Defensive könnte ordentlich wachsen, indem ein Mann wie Hummels wieder zurückkommt. Jetzt weiß man nicht, verletzt, am letzten Wochenende ausgewechselt worden. Spiel gegen den Stuttgart, wie sieht's mit ihm aus? Aber Leistungsprinzipien kommen wieder her und von daher habe ich die Hoffnung, dass es sich mehr oder weniger wieder zum Positiven wendet, dahingehend wendet, dass wir vielleicht Hoffnung haben oder ich Hoffnung habe, bei der Europameisterschaft vielleicht wieder eine Rolle zu spielen.